Ein herzliches Willkommen zurück zu Forza Horizon 2. Ja, und damit zur nächsten Veranstaltung. Und zwar in Castelletto. Zu der, ja, ich sag mal so, Retro-Maskel-Championship-Veranstaltung. Das ist auch wieder eine komplett neue Veranstaltung, die wir hier aussehen durften, weil wir die anderen schon durch hatten. Ja, und da habe ich mir gedacht, nehmen wir den Horizon Modern Muskel Hauptevent. Ja. Und wir neigen uns auch langsam dem Ende zu. Ich merke das ja auf meine Zettels, die ich mir gemacht habe, als ich damals angefangen habe mit Forza Horizon 2. Da habe ich mir ja alle Veranstaltungen mal raufgeschrieben. Und Kennzeichen sind natürlich farbig, die ich schon gefahren bin, weil ich halt nicht jedes Mal erst im Menü gucken möchte. Und ja, jetzt ist es halt so, dass wir nur noch teilweise 3 bis 4 so eine Hauptevents haben. Also man merkt halt schon langsam, dass wir uns ja dem Ende hinzubewegen. Ne? Also so viel ist jetzt nicht mehr. pro Stadt, also meine jetzt, ne? Ja. So viel ist jetzt nicht mehr. Ja, ich bin immer noch im Überlegen, wie ich das mache mit Forza Motorsport 6 nachher. Und Forza Horizon 2 Fast and Furious und dem 3er und 4er und so. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass ich das mal streame vielleicht. Ich weiß es halt nur noch nicht, ob ich das mache. Vielleicht nehme ich es auch wieder so separat auf. Ich kein Plan. Denn ich sag mal so, Forza Horizon 2 und Forza Motorsport 5 wird ja ein sehr langes Projekt, ne? Sind ja sehr lange Projekte geworden. Die jetzt nebenbei alles aufzunehmen, ist schwierig. Ich muss jetzt mal gucken, denn. Also, wenn ich sie jetzt streamen sollte, dann halt auch immer nur ein Spiel, ne? Also, ich würde jetzt nicht wieder 2 Teile anfangen, also nicht Forza Motorsport 5 anfangen und Forza Horizon 2 Fast and Furious nebenbei laufen. Das mache ich dann nicht mehr so. Wenn, dann würde ich immer erst einen Teil spielen und dann den anderen Teil. Und dann passt das. Separat, wenn ich es doch nicht streamen sollte, sondern wieder aufnehmen sollte, dann würde ich es auch so machen, wie mit dem Stream. Also erstmal ein Projekt aufnehmen und wenn man dann das eine Projekt fertig hat, das zweite Projekt aufnehmen. Ist natürlich jetzt die Frage, wie lang werden die anderen Projekte? Also Forza Horizon 2 Fast and Furious wird wahrscheinlich nicht lang. Ja, das wird vielleicht so von der Länge her wie Forza Horizon 1. Vielleicht sogar noch kürzer. Forza Horizon 3 wird vielleicht ein bisschen länger. Und ich denke mal, Forza Horizon 2 wird auch länger gehen. Noch. Weil wir haben ja jetzt hier die 168 Meisterschaften. Also die werden wahrscheinlich alleine das Hauptspiel so lange gehen wie Forza Motorsport 5. Vielleicht bis Mitte des Jahres. Und dann würde wahrscheinlich ja noch das Storm Island Paket kommen. Also das Add-on, das DLC. Was der dann auch nochmal 30 Meisterschaften mit sich bringt. Dementsprechend kommen da ja noch einige an, Sachen an Folgen. Schwierig. Also bei Forza Motorsport 5 kann ich euch so viel verraten schon mal. Das wären 173 Folgen insgesamt. Also bis jetzt wirklich das längste Projekt. Bei Forza Horizon 2 bin ich jetzt gerade hier, glaube ich, bei 117 bei. Also das ist jetzt die 117. Folge. Wie gesagt, wir haben ja noch einiges offen. Also da kommt man ein bisschen was. Schön gefahren, Kumpel. Also Forza Motorsport 5 überholt es garantiert. Alleine mit dem Storm Island DLC.
Schön gefahren, Kumpel. Aber nicht selbstgefällig werden. Du musst dranbleiben, wenn du der Horizon Champion werden willst. So, dann haben wir hier noch ein zwei Rennen.
und dann haben wir noch ein Rennen. Okay, du hast dich wirklich gut geschlagen. Du musst nur noch das nächste Rennen gewinnen, dann gehört die Meisterschaft dir. Mal kurz was wegklicken. Ich sehe jetzt hier mein OBS nicht. So. Ja, mein OBS habe ich immer nebenbei offen, weil falls doch mal was irgendwas ist oder so, dass ich halt das mitkriege oder gegebenenfalls noch mal eingreifen kann. Schön gefahren, Kumpel. Du machst dir langsam richtig einen Namen. So. Dann fahren wir ja schon wieder in die nächste Stadt. Gleich. Welche kommt denn jetzt eigentlich? Mortolino? Okay, Leute, das war's für heute mit dem Rennen in Castelletto. Kommt am Treffpunkt zusammen, wenn ihr weitermachen wollt. Dann steuern wir das nächste Ziel an. Und danach kommt San Giovanni. So, Castelletto haben wir vorbei. Jetzt fahren wir nach Mantolino. Und da haben wir ja eine angefangene Meisterschaft.
die Offroad-Ding-Bums da. So. Okay, das war eine ziemlich gute Leistung heute. Das letzte Rennen war wirklich unglaublich spannend. Für die nächste Etappe der Autotour fahren wir nach Montalino. Oh, und die Leute am Straßenrand wollen eure Fahrzeuge sehen. Also gebt ihnen einen Grund zum Jubeln. Wenn möglich, bitte wenden. Okay, machen wir aber jetzt nicht in der Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge in Montalino. Ich fahre da jetzt hin und ja, dann vielen Dank fürs Reinschalten. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.